Und ich habe ihn mitgebracht. Mein Diener. Hast du keinen Shannara gefunden? Naja, ich muss den besiegen und jetzt muss er mir folgen. Also. Okay. Ist irgendwie schon witzig, ne? Ich hab was Weibliches. Und du hast was. Undefinierbares. Gut. Also bei mir oben steht jetzt: Finde die Überreste des Akolyten. Aktiviere das Wissensobjekt. Also den Typi finden, der war da vorne im ersten Raum. Wahrscheinlich hast du mir den abgenommen. Also ich hab drauf gedrückt, weil ich hab den. Dann müssen wir jetzt wieder zurück zum Eingang. Schau mal! Richtige Laserschwertklinge. Ich habe meine seit Level 1, aber ich wollte sie nicht benutzen. Sina, wie sie mich jetzt wieder von vorne niederdisst. Aber nur weil ich sie in meiner Sammlung habe, weil ich sie mal im Kartellmarkt gekauft habe. Das ist so unfair. Ich hätte auch eine komplette Adaptivrüstung, aber die ist anfangs sogar schlechter als die normale, weil sie halt keine Werte hat. Weiter. Zum Ausgang. Weil irgendwer seine Leiche nicht aufgehoben hat. Wir müssen eh irgendwann wieder zum Ausgang. Das war die Lieblingsfähigkeit aller Tanks. Nee, ich schub's einfach mal alles weg. Aber die ist noch cool, die kann man später als Sis-Hexer noch zu einer Heilfähigkeit ummodeln. Wo ich mal Klingen habe, kann ich ja deine benutzen. Ich warte auf die, die ich dann rechtmäßig kriege. Ich muss mal ein bisschen beim Lehrer was ausbilden. Der links hat das Symbol. Ich habe die Gleiternavigation erlernt. Vielleicht solltest du auch mal an der Statue vorbeigucken. Welche Statue? Die hier. Dr. Ogorop. Verspotten. Also ich habe Gleiter. Mit meinem Menü, ne? Ich kann das nicht richtig ablesen, was das macht. Doof gemacht, wir probieren es einfach an einem Gegner aus. Du hast gespottet. Also da dahin taumelt ein bisschen. Geblendet. Aber das könnte auch weg gewesen sein. Gibt es da Folgen? Ja. Aber das sind hauptsächlich so Kill 500 von denen und dann nochmal 50 von denen und sammle alle Holocrons.
ABC. Da in der Mitte liegt die Leiche. Hm, das ist schon mal vorhin weggenommen. Ist okay, dann hast du jetzt nicht so weit zu tragen. Ich musste quer durch die ganze Höhle schleifen. Wer ist das? Vivian, Fulgani, der Kaufmann hier, der mal komplett gehörmert. Hat der eine Quest? Ich habe kein Wort verstanden. Das war brutal. Ich muss erst mal gucken, ob noch alles an mir dran ist. Ja, ein Fähnchen ist klar, was, was ich nicht looten darf. Okay. Ich merk schon, so MMO-mäßig, du bist so jemand, der ausweicht. Für mich ist das XP. Ja, ich weiche aus. Sag den Aufsehern, dass wir nicht bereit sind. Ihr habt ihn gefunden? Der arme Akolyt. Was erledigen wir als nächstes? Sein Vater ist Naaman Fahl. Wie ich schon sagte, gehört er zur dunklen Ehrenwache in der Akademie. Wenn ihr die Überreste des Akolyten zu seinem Vater bringt, wird er sicher dankbar sein. Es kann nie schaden, sich mächtige Freunde zu machen. Ihr findet den Vater des Akolyten vor der Kammer des Rates der Sith. Dort hält er Wache. Na, dann schleifen wir den Gugelbar weiter. Ist das Eiern? Bei Gleiternavigation. Hast du schon nicht erlernt? Nee. Da, stell ihn dir nochmal auf. Welches Level? Also ich bin Level 14. Du kannst das alles erlernen. Und dann beim Juggernaut, du musst halt beides auswählen. So viele neue Sachen. Und dann musst du dir irgendwo einen Gleiter besorgen. Wo ist jetzt die Fähigkeit? Für Gleiternavigation brauchst du halt erstmal einen Gleiter. Ich doch haben. So, erledigt. Dann hast du den wahrscheinlich jetzt auf der Leiste und kannst den benutzen. Das. Ich habe das Jetpack von HK55. Meins ist wahrscheinlich das Teil, wo man durch die Collectors bekommt. Ihr habt sie ja auch überlebt. Sie können nicht so schlimm sein. Moment. Ah, wohl gerade da, ich muss ihn anschocken. Also ich muss jetzt zuerst zu Aufseher Harkun und... Knie nieder! Sorry, das muss... Ich wollte deinen Moment auch einfach nicht unterbrechen. Ist hier mein Moment. Einfach so, weil sie sich endlich vor dir verbeugen. Was ist das hier? Ein Fahrstuhl. Nein, nein, nein! Ich bin was Besonderes. Du kannst den Fahrstuhl fahren. Haha.
muss jemand schocken. Ihr werdet geschockt, sobald ich wieder in Funkreichnähe bin. Funkreichweite. Oh, hier ist ein Wissensobjekt. Was heißt das? Die kleine Tafel. Ein Codex-Eintrag. Ihr gehört nicht hierher. Ihr steht vor der Kammer des Rates der Sith. Nur Sith-Lords haben Zutritt zu dieser Ebene. Wenn ihr keine offiziellen Gründe habt, hier zu sein, werdet ihr sofort gehen. Wir werden einfach Sith-Lords. Und fertig. Mich schüchtert niemand ein. Ihr seid entweder wahnsinnig oder dumm. Ich schlage vor, ihr geht. In Ordnung. Es ist nur, ich habe diese Überreste. Ich verstehe. Das sind die Überreste meines Sohnes. Er war ein schwacher Junge. Er beschämt mich im Tod, wie er mich im Leben beschämt hat. Als ich von seinem Tod hörte, konnte ich meinen Posten nicht verlassen. Die Ehre verbat es. Doch ich wüsste gerne, was da drin passiert ist. Erzählt mir zuerst, was hier los ist. Muss ziemlich verrückt sein. Hier versammelt sich der Rat der Sith. Ein Ort, an dem Sith-Politik sich entfaltet, der Imperator seine Dekrete verliest und Leben mit einer Handbewegung ausgelöscht werden. Zufrieden? Und jetzt sagt mir, wo habt ihr diese Überreste gefunden? Hat mein erbärmlicher Sohn es weiter als bis zur ersten Stufe geschafft? Starb er als Sith? Er starb direkt am Eingang des Grabs. Wirklich erbärmlich. Natürlich tat er das. Jeder Moment seines Lebens hat mich verspottet. Ich werde seine Knochen behalten, um mich an die Schande zu erinnern und meinen Zorn zu konzentrieren. Doch ihr habt mir einen Dienst erwiesen und solltet dafür bezahlt werden. Ihr habt mir Schmerz und Kummer gebracht. Und ich werde diesen Gefallen erwidern. Mein Sohn strebte nach einem Relikt, das im Sockel einer Statue tief im Innern des Grabs platziert ist. Dieser Kristall setzt es frei. Und jetzt geht. Will der uns verarschen? Wir sollen jetzt nochmal hin, um das Relikt zu holen. Naja, wir hatten den komischen Stein nicht. Ha! Schon besser. Alles wieder gut. Also ich müsste jetzt zu Aufseher Harkon zurück. Ich kriege irgendwas gezeigt. Ich finde mich doch dahin nicht zurecht. Ah, da. Grüne Wand. Immer gut. Ich gehe nach unten zu Aufseher Harkon. Ihr Mörder! Mein Vater war ein treuer Traditionalist und er war besonders streng mit mir. Aber wir sind eine Familie. Dachtet ihr, ihr würdet mit dem Mord an ihm durchkommen? Die Konsequenzen interessieren mich nicht. Dann gebt ihr es also zu. Ihr habt ihn getötet. Woher sollte ich sonst seinen Ring haben? Seht ihr? Ich werde diesen Ring von eurem rauchenden Leichnam reißen. Euer Ring kommt zur Sammlung. Ihr werdet den Tag bereuen, an dem ihr ihm das Leben nahmt. Angriff! Wenn ich sterbe, kehre ich als Geist zurück. Beeindruckend. Du hast nicht nur die Kooperation der Twi'lek erlangt, sondern auch deine Aufgabe erfüllt und das alte Lichtschwert gefunden. Vemrin war nicht in meinem Gemach, wie ich es befohlen hatte. Ich gehe davon aus, dass er dich aufhalten und die alte Waffe für sich haben wollte. So ist es.
sollen die Bestien im Grab seine Leiche fressen. Bravo. Du hast wirklich die Möglichkeit, einer der besten Sith in der Galaxis zu werden. Deine Prüfungen sind vorüber. Du bist jetzt mein Schüler. Das hat lange genug gedauert. Achte auf deinen Ton, junger Anwärter. Das alles ist nur der Anfang. Mit dir als meiner rechten Hand werden wir den Feinden des Imperiums Angst einflößen. Ich muss mich mit dem Imperator treffen und ihm von deinen Fortschritten berichten. Mit diesem Fährenticket kommst du nach Drom und Kaas. Triff mich dort in der Zitadelle. Richtet dem Imperator meine Grüße aus. Ich bin sicher, er wird sich sehr darüber freuen. Betrachte die Twi'lek-Sklavin als mein Geschenk. Tu mit ihr, was du willst. Wenn sie nützlich ist, kannst du sie auch nach Drom und Kaas mitnehmen. Ist das cool. Was denn? Was hast du denn Hübsches erhalten? Darth Barras hat mal irgendwas für die Gefährtin gehabt. Ich muss erst mal checken, wie das jetzt funktioniert. Weil ich das Laserschwert gefunden habe. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein Skin. Ach, eine Gefährtenanpassung. Wie löse ich die aus? Sie ist immer noch so wie Im Inventar kannst du dann. Nee, auf dem Charakterfenster C. Kannst du dann auf Gefährte gehen und da ist ein Button links unten für Anpassung. Cool, cool. Die kann man Gegenstände geben? Also ihr? Ja, das eine oder andere an Ausrüstung, das sie aber nur im Aussehen verbessert, nicht in den Werten. Also das ist nur Optik? Ja. Also es war mal nur Optik, ich weiß nicht, ob es jetzt noch von den Werten her was bringt, aber ich habe jetzt noch schnell eine Audienz bei meiner neuen Meisterin. So, ich bin jetzt unterwegs zu einem Wissensobjekt und soll eigentlich von hier runter. Also ich stehe draußen auf meinem Gleiter. Ja, ich soll unten irgendein Wissensobjekt aktivieren und noch ein Relikt holen und dann eigentlich von dem Planeten runter. Mhm. Thank you.
Das, was du da jetzt bekommen hast, kannst du in dein Lichtschwert einbauen. Ich habe zwei Sachen gehabt. Ja, und dann noch bestätigen, dass es drin bleiben soll. Da kannst du dann übrigens auch mit einem Farbkristall die Farbe deines Lichtschwerts ändern. Aber ich glaube, das muss ich echt machen. Ich muss mir aus meiner Sammlung ein Lichtschwertkristall holen. Ein Sith-Schwert hat rot zu sehen.